Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf unserem YouTube-Kanal von Isle of Games. Heute wieder eine neue Folge zu Was ist in der Box? Heute haben wir dabei Tempel des Schreckens von Schmidt Spiele. Autor ist Yusuke Sato. Ist ein kleines Social Deduction Game, Partyspiel, wie auch immer man das sehen möchte. Illustriert ist das Ganze von Irene Bressler. Das wollte ich noch dazu sagen. Und wir schauen uns jetzt mal an. Was befindet sich in dieser Box? Wie funktioniert das Spiel? Und dann sehen wir uns gleich beim Fazit. So, das Unboxing von Tempel des Schreckens, das wird ein bisschen langweilig sein, weil da wirklich nicht viel drin ist. Wir gucken trotzdem einmal rein, Vollständigkeit halber. Wir haben hier einmal Regeln. Zusammengefasst ist ein so ein langer Bogen, doppelseitig, aber auch nochmal mit Beispiel. Legen wir mal kurz beiseite. Dann haben wir hier die Raumkarten und eine einzige, wo ist sie denn, eine Schlüsselkarte haben wir noch und die Rollenkarten und dann haben wir noch so Übersichtskarten. So, das ist halt schon alles, was es an Spielmaterial gibt. Jetzt wählen sich hier die Karten schon ein bisschen. Gut. Und dann erkläre ich euch gleich mal, wie das Spiel funktioniert. Das Spielmaterial, das liegt hier jetzt schon mal bereit. Wir gucken einmal ganz kurz auf die Übersichtskarten. Zur Spielvorbereitung nämlich. Wir brauchen es gibt bestimmte Raumkarten, und zwar gibt es einmal leere Räume, dann gibt es Goldschätze und Feuerfallen. So. Auf dieser Übersicht hat man immer für jede Spieleranzahl angegeben, wie viele man von jeder Karte braucht. Das heißt, man braucht nicht jedes Mal in die Regeln gucken, sondern hat hier eine sinnvolle Übersicht. Auf der Rückseite steht drauf, welche Rollenkarten bei welcher Spielerzahl mitmachen. Das Interessante hierbei ist, dass man bei manchen Spielerzahlen immer eine Karte mehr hat als Spieler teilnehmen. Das heißt, man weiß immer nicht genau, welche Rollen genau teilnehmen. Wir machen hier gleich einen ganz leichten Spielaufbau für drei Spieler, damit ich das einmal fix erklären kann. Und bei drei Spielern ist es zum Beispiel so, dass zwei Abenteurer mitmachen und zwei Wächter. Da aber nur drei Spieler teilnehmen, wissen wir nicht, da diese Rollen verdeckt sind, ob zwei Abenteurer im Spiel sind oder zwei Wächter, weil eine Karte übrig bleibt. So, also das ist schon mal die Übersicht, die hilft dabei, das Spiel schneller aufzubauen. Die Rollenkarten werden gemischt am Anfang des Spiels. Ich werde hier jetzt gleich mal welche verteilen und wie gesagt einen groben Spielaufbau machen. Hier ist dann Spieler Nummer 3. Ich muss gleich mal gucken, ob ich vielleicht die Kamera noch mal ein bisschen verstellen muss. Hier haben wir einen Goldschlüssel und hier sind, wie gesagt, diese Raumkarten. Die Raumkarten werden am Anfang des Spiels gemischt und verteilt. Und zwar an jeden Spieler in der ersten Runde 5 Stück. Jeder Spieler darf sich dann seine Raumkarten anschauen. Das sind 3, 4, 5, 3, 4, 5 und 5. Jeder Spieler darf sich seine Raumkarten angucken. Das war jetzt richtig, richtig gut gemischt von mir. Und guckt sie sich an, mischt sie dann und legt sie verdeckt vor sich ab. Am besten so, dass die alle gleich ausgerichtet sind. So, die legt jeder Spieler so vor sich ab. Man guckt sich natürlich noch seine Rollenkarte an. Das hier ist jetzt der Abenteurer. Die Abenteurer gewinnen, wenn sie alle Goldschätze finden. Am Anfang des Spiels weiß jeder Spieler, wie viele Goldschätze mitmachen. In diesem Fall hier jetzt sind es 5. Den Wächterinnen, deren Ziel ist es, dass alle Feuerfallen aufgedeckt werden oder innerhalb von 4 Runden nicht alles Gold gefunden wurde. Eine Runde besteht daraus, dass so viele Karten aufgedeckt werden, von denen, die wir hier ausliegen haben, wie Spieler teilnehmen. Das heißt, bei 3 Spielern in der ersten Runde 3 Karten. So, jeder von den anderen Spielern hier hat sich auch seine Rollenkarte angeguckt, seine Räume angeguckt, ausgelegt. Und dann fängt der Startspieler an mit dem Schlüssel und darf einen Raum beim anderen Spieler aufmachen. Das heißt, er legt den Schlüssel davor ab. Man kann natürlich vorher noch miteinander diskutieren und reden, fragen, wer was für Raumkarten vielleicht auf der Hand hat. Und dann wird die Karte aufgedeckt. Ein leerer Raum. Der wird in die Spielmitte gelegt. Das macht man natürlich am Tisch alles ein bisschen weiter auseinander, aber ich will euch das hier jetzt kurz zeigen. Und dann ist der Spieler dran, der den Schlüssel bekommen hat und darf beim anderen Spieler einen Raum aufmachen.
Das heißt, dadurch, dass man vielleicht herausfindet, mit wem man in einem Team ist, kann man sich den Schlüssel hin und her schieben. Allerdings kann die Person einem ja auch Mist erzählen, sodass das vielleicht gar nicht wahr ist, was die Person erzählt hat. Sollten innerhalb einer Runde so viele Karten aufgedeckt werden, wie Spieler teilnehmen, dann nimmt man alle übrigen Karten. Der Schlüssel bleibt bei dem Spieler, bei dem der letzte Raum aufgemacht wurde. Nimmt die Karten, mischt sie wieder alle zusammen und verteilt dann an jeden Spieler nur noch 4 Karten. Die Spieler gucken sich wieder alle Karten an, mischen sie dann und legen sie wieder verdeckt vor sich ab. Und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Dadurch hat man halt immer andere Karten, muss sich wieder neu einstellen auf eine Situation, ist aber auch nicht von Anfang an den anderen Spielern ausgeliefert, sodass man erstmal eine Runde vielleicht abwarten kann, gucken kann, wer am Tisch verhält sich vielleicht suspekt, wer scheint gelogen zu haben. Man kann ja zum Beispiel sagen, eben in dem Beispiel hatte ich zum Beispiel 3 Goldschätze und 2 Feuerfallen. Wäre ich ein Wächter gewesen, hätte ich zum Beispiel sagen können, ich habe gar keine Feuerfalle, ihr könnt zu mir kommen, ich habe 3 Schätze. Das wäre mathematisch gesehen ziemlich gut, weil die anderen eine 60%ige Chance gehabt hätten, bei mir einen Schatz zu finden. Eine 60%ige Chance, genau. Allerdings wäre eine Feuerfalle aufgedeckt worden, dann hätten die anderen gewusst, dass ich gelogen habe, also wahrscheinlich ein Wächter bin. Ich hätte aber auch genauso gut die Wahrheit sagen können. Dadurch wäre das Risiko immer noch da gewesen, dass sie bei mir eine Falle aufdecken. Aber sie hätten nicht gewusst, ob ich vielleicht schon Wächter bin. Und so wird das über mehrere Runden gespielt. Und es kommt zu sehr vielen witzigen Diskussionen. Na, guck mal, jemand, beiden Wächter und ein Abenteurer. So kommt es zu witzigen Diskussionen während des Spiels. Und man hat relativ viel Spaß, meiner Meinung nach. Das sind die Regeln zu Tempel des Schreckens. Ich hoffe, das war verständlich für jeden. Und wir sehen uns gleich beim Fazit. Da sind wir auch schon wieder. Also, Wiederspielwert zu Tempel des Schreckens. Bekommt von mir 10 von 10 Punkten. Nicht 8 von 10, 10 von 10 Punkten der Wiederspielwert. Ist natürlich davon abhängig, mit was für Leuten man das spielt, wie die Gruppenkonstellation ist, aber das ist bei den meisten Social Deduction Games so, bei den meisten Partyspielen. Ich zähle das Spiel jetzt mal in beide Kategorien mit rein. Da kommt es natürlich immer auf die Leute drauf an, mit denen man spielt. Aber in der richtigen Gruppe hatten wir schon Abende, wo wir das quasi den ganzen Abend lang gespielt haben, weil alle so viel Spaß damit hatten. Und gerade wenn man das Gefühl hat, dass man weiß, wie die anderen Menschen am Tisch ticken, probieren die sich zu verstellen und machen es dadurch wieder spannender. Deswegen finde ich das bei solchen Spielen immer ganz cool. Macht super viel Spaß. 10 von 10 beim Wiederspielwert. Die Mechaniken, 8 von 10 Punkten. Klar, die sind einfach, die sind simpel. Hat ein, zwei Schwachstellen, dass sich die Leute vielleicht manchmal einfach nur den Schlüssel hin und her schieben können, wenn sie sich sicher sind, dass sie vielleicht im selben Team sind, um zu verhindern, dass die anderen Leute gewinnen. Kommt dann auch immer auf die Spielerzahl drauf an, wie viele Karten aufgedeckt werden innerhalb einer Runden. Hat, wie gesagt, ein, zwei kleine Schwachstellen. Aber im Großen und Ganzen an sich, es ist immer viel Diskussion am Tisch. Es wird immer gerätselt, wer ist jetzt in welchem Team. Und am Ende des Spiels haben wir immer eine Person, die vielleicht doch gar nicht in dem Team war, in dem man die Person vermutet hatte oder die ihn die ganze Zeit angelogen hat. Deswegen 8 von 10. Material 6 von 10 Punkten. Es sind nicht die besten Karten, die hier drin sind. Ist ja auch quasi alles an Material, was hier drin ist. Wenn man das eine Zeit lang gespielt hat, Andi hat das nämlich bei seiner Kopie, dann fangen die Karten an, sich zu wellen. Und das sieht man dann vor allem leider bei den Schatzkarten. Ich weiß gar nicht, warum das gerade bei den Schatzkarten bei ihm so ist, aber die haben sich irgendwann angefangen zu wellen. Und wenn die Karten dann verdeckt vor einem lagen, dann konnte man immer gleich sehen, das ist eine Schatzkarte. Und dann, ne, muss man ein bisschen gucken. Klar, bei 8 oder 10 Euro kostet das Spiel, ist jetzt nicht so schlimm, wenn man sich mal ein neues holt. Es hält ja auch einigermaßen, es kommt darauf an, mit was für Leuten man spielt und wie die Leute mischen. Man kann die Karten auch sleeven, aber bei so einem Spiel, da kosten die Sleeves dann meist so viel wie das Spiel. Das ist dann absoluter Quatsch, finde ich. Deswegen Material nur 6 von 10 Punkten, weil die Karten, wie gesagt, nicht die widerstandsfähigsten sind. Und schnell abnutzen. Insgesamt 8 von 10 Punkten. Es ist mein liebstes Partyspiel, Social Deduction Spiel. Vielleicht kommt Cryptid da noch mit. Aber ansonsten, Tempel des Schreckens kann ich jedem empfehlen. Jeder, der mit einer größeren Gruppe spielt. Es macht super viel Spaß. Es kann den ganzen Abend füllen. Und deswegen 8 von 10 Punkten. Wie immer bei diesen Videos, lasst mich in den Kommentaren wissen, was ist euer Lieblings-Social-Deduction-Spiel? Was ist euer liebstes Partyspiel? Und
Lasst mich auch wissen, wenn euch was nicht gefallen hat an dem Video hier oder insgesamt an unseren Videos. Was können wir besser machen? Was gefällt euch an unseren Videos? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.